Also ich war als Demobeobachter und natürlich als Feldforscher, als Soziologe an den Demonstrationen beteiligt, beziehungsweise habe diese beobachtet, bin selber nicht mitgelaufen. Und es ist jetzt natürlich schon viel darüber gesprochen worden, wie die Demonstrationen abgelaufen sind. Meines Erachtens nach ist in der Diskussion, die sich jetzt entsponnen hat in den Medien, auch in den großen Zeitungen, ein seltsamer Fokus auf die Krawalle entstanden, der halt allerdings einige Aspekte ausblendet, die meines Erachtens nach sehr relevant sind, um zu verstehen, was da konkret vorgefallen ist. Das eine ist, dass viel gesprochen wird davon, dass der Schwarze Block jetzt im Schanzenviertel randaliert hätte. Das ist sicherlich auch richtig in zu weiten Teilen. Allerdings wird ausgeblendet dabei, dass einerseits viele derer, die sich an der Protestform des Schwarzen Blocks beteiligt haben, dann die nicht an den Randalen beteiligt haben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass aufgrund der Kleidung, die jemand trägt oder aufgrund der Protestform, die jemand auf einer Demonstration wählt, ausgegangen werden kann davon, dass derjenige die Intention hat, Straftaten zu begehen. Mhm. Andererseits, unter den Randalierern, viele waren, die eindeutig nicht mal einen politischen Hintergrund hatten. Also es waren darunter viele Anwohner, viele erlebnisorientierte Jugendliche, viele betrunkene Männer. Und generell lässt sich sagen, dass hauptsächlich an den Ausschreitungen auch eben Männer beteiligt gewesen sind. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die polizeilichen Strategien zur Vermeidung von Konflikten so nicht aufgegangen sind, sondern im Gegenteil eine eskalative Strategie vermehrt eingesetzt worden ist, auch in Fällen, die jetzt gar nicht im Medienfokus stehen. Man konnte zum Beispiel beobachten, dass Hundertschaften von Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, diesen BFE, also Hundertschaften, von denen durch angemeldete Kundgebungen gelaufen sind, die bis dahin friedlich gewesen sind, die auch danach noch friedlich waren. Das waren Kundgebungen, die nicht von den Autonomen organisiert gewesen sind, sondern beispielsweise von Attac, von Leuten, die der globalisierungskritischen Bewegung zuzuordnen sind, also grundsätzlich Demonstranten, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass da ein Gewaltpotenzial vorhanden ist. Und gerade da hat aber die Polizei sehr provokative Strategien eingesetzt. Diese Kundgebungen sind in Teilen auch umstellt gewesen von Polizeiketten, was ich so noch nicht gekannt habe. Und hat natürlich ihren Kulminationspunkt gehabt, diese eskalative Strategie, in der sehr unverhältnismäßigen Auflösung der Demonstration am Donnerstagabend. Wie ist diese Auflösung abgelaufen? Naja, es lief ja so ab, dass die Demonstration nach einem Konzert, dieses Konzert hat so von 16 bis 18, 19 Uhr gedauert, sich langsam vom Fischmarkt in Richtung der Straße bewegt hat. Na, da haben sich dann erst einmal die Leute gesammelt, da war noch die Stimmung relativ gut, auch unter den Demonstranten, soweit ich das beobachten konnte. Da waren sicherlich viele schon schwarz gekleidet, das schien mir bis dahin nicht auffällig zu sein. Ich hatte den Eindruck, das war zu einem gewissen Teil sogar subkulturell bedingt. Na, da waren viele Punks, die tragen schwarze Kleidung oft, haben sich dann gesammelt auf dem Fischmarkt erst und dann sind auf die Straße. Dann haben sich diese Blöcke formiert. Ich würde sagen, ich habe jetzt die Zeit nicht mehr genau im Kopf, gegen 19 Uhr ist dann diese Demonstration so langsam aber sicher vom Fischmarkt in Richtung Hafenstraße gewandert, eher langsamer und kam dann vor einer Polizeikette zum Stehen. Und man fragte sich zunächst, warum genau, also es ist nicht klar gewesen, warum die stand, soweit ich das mitbekommen habe, hat da allerdings schon der Pressesprecher der Polizei oder jemand anderes mit dem Anmelder der Demonstration verhandelt. Schließlich kam dann die Durchsage aus einem der Wasserwerfer, dass das Demonstrationstransparent, das über diesem Frontblock, dem schwarzen Block, der da am Front der Demonstration gelaufen ist, zu hoch sei. Das ist dann, ich sag mal, 3 Minuten später runtergenommen worden.
Die Demonstration stand aber weiterhin. Dann kam irgendwann, ich sag mal nach 10 Minuten, kam die nächste Durchsage, die Demonstranten sollten die Vermummung abnehmen. Dem sind zunächst nicht besonders viele Leute nachgekommen. Es wurde weiter verhandelt. Die Demonstration stand, ich würde sagen, gut und gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde. Dann haben allerdings meiner Beobachtung nach gut 90% derer, die da in dem schwarzen Block standen, ihre Vermummung so weit gelöst oder gelockert oder abgenommen, dass eigentlich von einer Vermummung nicht mehr die Rede sein konnte. Und in dem Moment, als also die Vermummung gelöst worden sind, ist eine Polizeihundertschaft von der Seite vom Gehweg in diesen schwarzen Block hineingelaufen, unter Einsatz von Schlagstöcken und Tränengas. In dem Moment hat dann die Polizeikette, die die Hafenstraße blockiert hat, die Polizeikette stand, die hatte eben diese, die Hafenstraße blockiert, danach kamen die Journalisten und dann kam eben erst die Demonstration. Die Polizeikette hat die Journalisten inklusive mir zusammengedrängt, hat sie über die Straße geschoben. Es war durchaus bemerkenswert, dass es da nicht zu einer Massenpanik gekommen ist, hat uns, also mit uns meine ich die Journalisten und die Demonstrationsbeobachter, auch mit Tränengas eingenebelt, in eine Seitengasse gedrängt, eine Sackgasse, und von dort aus habe ich dann beobachten können, nur noch wie die Wasserwerfer vorbeifuhren, aber viel gesehen habe ich dann auch nicht mehr, weil es stand wirklich dann auch das Tränengas in der Luft. Und ich habe dann nur noch nach Möglichkeiten gesucht, rauszukommen aus dieser Situation. Und es war auf jeden Fall sehr beklemmend, würde sagen, dass da aber auch viele der Umstehenden, die nicht beteiligt gewesen sind, die sich nicht im schwarzen Block befunden haben, A, betroffen gewesen sind und dass B, aber auch große Teile des schwarzen Blocks eigentlich nicht an Straftaten beteiligt gewesen ist. Also wenn man die Vermummung eben, ist ja, stellt ja einen Straftatsbestand dar. Aber auch da muss man durchaus abwägen, ob sich der, ob der in einem Verhältnis steht oder in welchem Verhältnis der eigentlich steht zum Recht der Teilnehmenden zu demonstrieren. Konntest du auch irgendwelche Lichtblicke beobachten? Gibt es auch Beispiele für tadelloses polizeiliches Handeln während dieser Demonstrationen? Gab es das? Ja, die gab es durchaus. Es gab durchaus Lichtblicke im polizeilichen Handeln. Ich finde es sehr spannend, dass ausgerechnet von denjenigen, die sich jetzt positiv zur Polizei positionieren, dass von denen gerade die Polizeistrategien, die deeskalativ waren und die auch tatsächlich funktioniert haben, dass die nicht erwähnt werden. Es gab zum Beispiel diese polizeilichen Kommunikationsteams. Das waren Beamte, die hatten keine Helme, sondern die hatten blaue Warnwesten. Da stand dann, die waren klar als Kommunikationsteam gekennzeichnet. Die hatten einen sehr freundlichen Umgang mit den Demonstranten und die Demonstranten einen sehr freundlichen Umgang mit denen. Da habe ich nie gesehen, dass von denen in irgendeiner Form eine Eskalation ausgegangen wäre, geschweige denn, dass Demonstranten auf die losgegangen wären. Also das hat sehr vorbildlich funktioniert. Es gab auch einzelne Polizisten, die sich von Demonstrationsteilnehmern, die sichtlich angetrunken gewesen sind oder ich würde mal sagen durchaus auch besoffen gewesen waren, gar nicht haben provozieren lassen in dem Moment, in dem sie angegangen wurden und die damit aber auch die Situationen merklich entschärft haben. Man konnte zum Beispiel diese Nachttanzdemonstration beobachten. Ich meine, diese Demonstration, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine, da haben 20.000 Leute daran teilgenommen. Das heißt, ich konnte jetzt im vorderen Teil, als ich dort den begleitet habe, nicht alles überblicken. Aber in diesem Teil kam es zu keinerlei Ausschreitungen oder zu Gewalt. Oder auch die Konflikte hielten sich in Grenzen. Das waren maximal verbale Auseinandersetzungen, die es aber wahrscheinlich bei jedem größeren Ereignis gibt, bei dem Polizei anwesend ist. Das wäre also gar nicht der Rede wert gewesen. Und diese Polizeistrategien haben sich meines Erachtens nach auf dem Gipfel durchaus bewährt. Nur waren die leider viel zu wenig vertreten. Okay, und wenn wir jetzt nochmal zu den anderen Strategien zurückkommen, die eben eskalativ gewirkt haben, die Versammlungen oder die Demonstrationen unmöglich gemacht haben. Wir haben ja den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als rechtsstaatliches Prinzip. Also ja. Der besagt, dass Maßnahmen, die
in Grundrechte wie eben die Versammlungsfreiheit eingreifen, den legitimen öffentlichen Zweck verfolgen müssen und geeignet, erforderlich und angemessen sein müssen. Und alle Maßnahmen, die dem nicht entsprechen, sind eigentlich rechtswidrig. Inwieweit ist deiner Einschätzung nach der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit da eingehalten worden? Das ist natürlich jetzt eine speziell juristische Frage, bei der ich mir schwer tue, die zu beantworten. Aber ich würde schon vermuten, dass zumindest bei der Demonstration am Donnerstag, aber auch bei verschiedenen Versammlungen, die stattgefunden haben, diese Verhältnismäßigkeit zur Disposition steht. Es gab immer wieder auch Provokationen von angemeldeten Kundgebungen, angemeldeten Versammlungen. Ich erinnere mich an eine Versammlung, die hat in dem Stadtpark oder in diesem kleinen Stadtpark, dem Grünen Jäger, stattgefunden. Dort wurde zum Teil über Belange von Geflüchteten diskutiert. Dort wurden also sowas wie, da gab es etwas wie ein offenes Mikrofon, da gab es Diskussionsveranstaltungen und nebenan, also keine 5 Meter weiter, standen allerdings Polizeiketten. Es wurden Wasserwerfer aufgefahren, die wurden an den Rand dieser Versammlungen positioniert, wo ich mich fragen muss, ob unter solchen Verhältnissen eigentlich friedliche Kundgebungen und Versammlungen überhaupt stattfinden können. Das waren sicherlich Versuche der Provokation, bei denen bei denen man abwägen hätte sollen oder können. Und wenn es dann zu Maßnahmen gekommen ist, also wenn es dann zu Maßnahmen gekommen ist, bei denen zum Beispiel Hundertschaften eben durch diese Kundgebungen gelaufen sind, um da also nicht nur einzelne Steinewerfer hinauszuzerren, was ja durchaus legitim gewesen wäre, sondern um damit Versammlungen eigentlich zu sprengen, dann ist damit. Aber das ist eher meine persönliche als eine wirklich juristische Einschätzung, beziehungsweise eigentlich nicht gewährleistet. Und ja, ich meine, eure Eindrücke sind wahrscheinlich gerade noch relativ frisch. Ihr habt wahrscheinlich eine ganze Menge Material auszuwerten. Was passiert mit euren Beobachtungen, wenn ihr sie ausgewertet habt? Wie werdet ihr damit umgehen? Es wird einerseits von dem Grundrechtekomitee eine oder mehrere Pressemitteilungen geben. Es ist bereits eine erste erschienen. Des Weiteren ist natürlich das Material, das wir jetzt erhoben haben oder das ich auch erhoben habe, Material, das in meine weitere Forschungstätigkeit zumindest indirekt eingeht. Das heißt, man konnte dort verschiedene polizeiliche Strategien im Umgang mit Demonstrationen beobachten. Und das ist für die weitere Forschung sicherlich relevant, ob und inwiefern das jetzt konkret zu diesem G20-Gipfel veröffentlicht wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen.